Ja, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich aus dem Deutschen Theater. Ja, meine Frau und ich haben uns überlegt, wo gehen wir heute hin im Münchner Fasching? Also wir hätten natürlich zum Filmball gehen können, haben aber leider keine Einladung bekommen, aber hier haben wir eine Einladung bekommen, und zwar heute beim Narrhallaball. Und drum sind wir sehr, sehr fröhlich und glücklich, einfach mal den Münchner Fasching zu beobachten mit München TV. Ja, und jetzt frage ich mal meine Frau, die ist ja eine Schweizerin. Liebe Irin, was ist denn für dich Fasching so in München? Also Fasching ist für mich eigentlich schon immer dieser Narrhallaball. Ich finde, das ist so Tradition, und dann im Deutschen Theater, in dem geschichtsträchtigen Haus, finde ich das ganz toll. Nur bei uns in der Schweiz haben wir kein Fasching, sondern Fasnacht. Was ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist, dass man mehr auf der Straße ist, dass es Umzüge gibt, dass es so ein bisschen schräge Musikgruppen gibt, Guckermusik, ja. Genau. Das kennt man hier halt nicht, aber ich meine, viele kennen ja auch die Basler Fasnacht, wo man morgens um 4 die Altstadt kein Licht hat, und aus allen Gassen kommen eben diese Guckermusiken, und es ist halt eine alemannische Fasnacht. Jetzt heißt ja das Motto heute von der Narrhalla: Der Fasching hat Herz. Ja. Du bist ja auch so eine Frau, eine Dame, die viel für Herzen getan hat. Wenn du das einfach mal rüberbringst zum Münchner Fasching, der Münchner Fasching hat Herz. Was geht da bei dir ab? Ja, es macht einen irgendwie fröhlich, weil Fasching ist ja was lustig, soll auch was lustig sein, wobei es also in der alemannischen Fasnacht auch ein bisschen was Ernstes ist. Aber wenn man Fasching mit Herz, da geht einem ja auch das Herz auf. Und gerade wenn man am Ball ist, soll einem ja auch das Herz aufgehen. Du hast ja eine unglaubliche enge, sagt man, Verbundenheit gehabt mit Franz Beckenbauer. Ja. Und eine deiner tollsten Faschingsfeste war einmal, wo du mit Nummer 5 aufgelassen bist, als Franz Beckenbauer. Ich meine, wenn Franz uns jetzt hört, dann wird er wahrscheinlich ein bisschen darüber lachen. Wir hatten zu Hause einen Hausball gemacht bei uns, und ich habe mich dann als Franz Beckenbauer verkleidet mit dem FC Bayern-Trikot, mit der Nummer 5, auch die kurzen Hosen, und so habe ich jetzt Franz, Franz ist immer bei mir. Schön. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt schauen wir mal gleich, wo der Präsident der Narrhalla ist. Und dann werden wir ihn einfach mal fragen, weil Günter Grauer ist ja irgendwie das Gesicht des Münchner Faschings. Ja, auf jeden Fall. Ohne Günter Grauer geht kein Fasching. Und da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir hin. Günter, alle Jahre wieder. Ja, sozusagen. Narrhalla, der Top-Ball in München. Jetzt ist ja heute auf der anderen Bühne der Filmball, aber viele Leute kommen zur Narrhalla. Ja, wir sind angenehm überrascht. Die Verkäufe sind sensationell, obwohl gleichzeitig auch der Filmball heute ist. Ja. Wenn ich einfach mal fragen darf, der Fasching hat sich wieder richtig etabliert. Also wir sind ja selber ganz happy, trotz Corona, die 2 Jahre, wo ja alles nichts gegangen ist. Das schon letztes Jahr, natürlich auch dank Traumwetter und sowas, hat uns praktisch die Leute wieder auf die Straßen gespült im Fasching. Und wir merken jetzt auch, dass die Leute wieder so richtig Lust haben zu feiern. Ja, und vor allen Dingen, die Menschen haben einfach nicht mehr Lust, immer ständig aufs Handy zu schauen, alles, was in der Welt schlecht ist, weil Fasching bleibt immer gut. Ja, aber ich glaube, für die Leute ist es ja gut, dass sie mal wieder auch in andere Rollen schlüpfen können, von dem Alltagsleben oder sich verkleiden können, wieder ein bisschen witzig sein können und sowas. Ja. Und das ist genau das, was man im Fasching ja tun sollte und auch einmal braucht. So. Du wirst ja immer besser. Also du wirst immer besser. Was macht dir so Freude am Fasching? Was mir so Freude macht, also ich war 2000 auf 2001 selber Faschingsprinz und mir hat damals ja schon das Gemeinnützige gefallen an dem Verein, dass man viele Besuche macht in gemeinnützige Städten mit Kindern.
Behindertenheime oder Seniorenheime oder sowas, das machen wir am Nachmittag auch immer. Da machen wir gleich 2-3 Stücke mal auf einmal. Und das hat mir am allermeisten Spaß gemacht, weil ich das Glänzen bei diesen Leuten in die Augen gesehen habe, was die für eine Freude haben, wenn man mit dem Prinzenpaar kommt und vielleicht ein, zwei Lieder mit einer singt, ein bisschen gemeinsam schunkelt, so gut es halt noch geht. Und das war für mich der Auslöser, wo ich gesagt habe, da möchte ich dranbleiben, weil man sieht ja oft nur immer die schönen, glanzvollen Sachen im Fasching. Ja. Aber das andere im Hintergrund ist ja 70-80% mehr, was dieser Verein tut. Ja. Wenn man mal schaut, der Fasching wird nie bestreikt. Der Fasching hat ein Herz. Das ist ja der Slogan von deiner Halle. Richtig. Wenn man mal schaut, wie momentan die Menschen gegen alles streiken und das und jenes. Aber der Fasching ist so die Perle. Ich muss sagen, mich freut es ja auch besonders durch dieses Fasching hat Herz. Ja. Haben wir jetzt die ganzen Vereine ein bisschen enger zusammengehalten, die wo um München sind. Und in München gibt es ja auch mehrere Vereine. Ja. Wir haben erst letzten Dienstag wieder gemeinsames Prinzenpaar Eisstockschießen gehabt. Okay. Und ein paar Tage vorher haben wir die Schunkelmesse gehabt. Da waren über 30 Prinzenpaare da. Ja. Bis Hausham, also von Oberbayern. Und es war so toll, dass die Leute von den Vereinen auch wieder ein bisschen näher zusammenrücken. Ja. Obwohl sich ja manchmal die Leute ein bisschen entzweien in anderen Geschichten. Ja. Jetzt heute ist ja die Enkelin von der Karin Süngers, die Prinzessin. Wie schön ist denn das? Also ich muss sagen, das ist jetzt das zweite Mal, dass man aus eigenen Reihen und auch wo die Eltern oder der Vater schon mal Prinz war, dass da die Kinder auch Prinz oder Prinzessin sind. Bei der Karin ist natürlich sensationell, weil das war damals das Traumpaar der Halle, ja, Süngers mit den Linsen und sowas. Ja. Das ist echt Wahnsinn gewesen. Und genau 60 Jahre später ist ihre Enkelin Prinzessin bei der Halle. Eine unglaubliche Geschichte, oder? Das ist die Geschichte. Jetzt erzähl mir, was erwartet uns heute Abend von der Halle. Also, heute Abend haben wir uns was ganz Spezielles ausgedacht, nachdem wir ja zwei Preisträger haben aus dem Frankenland und eigentlich vom Bayerischen Fernsehen und aus dem Frankenland gar nicht mehr wegzudenken sind. Millionen bekannt. Millionen bekannt, der Martin Rasser und der Volker Heißmann. Und wir feiern praktisch heute den Münchner Fasching über den fränkischen Fasching, weil der Präsident auch da ist vom fränkischen Karneval, bis hin ins Rheinland auf. Wir haben heute das Riesenprogramm von den Sigmar gefunden. Bis hin zum Karneval, oder? Bis hin zum Karneval. Fasching zu Karneval. Das Fasching, ist ja gut. Das genau, ist ja gut. Bis hin auf zum Karneval. Ja. Wir haben als Höhepunkt die Siegburger Funken, die sind aus Bonn. Da haben wir zum Funkenmariechen, oder? Mit allem drum und dran, mit Musikkorps, 120 Leute, die sind gestern mit den Busse angereist, wir haben es gestern schon in München empfangen. Und dann die Margit Sprohheimer, wer kennt sie nicht? Wahnsinn. Eine Ikone des Mainzer Karnevals, um gar nicht wegzudenken vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Am Rosenmontag bin ich geboren. Und immer wieder mit der gleichen Band, mit dem gleichen Orchester. Mit Klaus Ammann, der hat ja 50er Bestehen gefeiert, erst vor ein paar Wochen. Und das finden wir ganz toll, dass der schon so viele Jahrzehnte in der Halle da ist. Jetzt sag doch mal in die Kamera rein, warum der Münchner Fasching so wichtig ist, ein Teil von München zu sein. Liebe Leute, ihr müsst wieder fortgehen. Es macht Freude. Die ganzen schlechten Eindrücke, wo man von außen her mitkriegt und hat, nehmt euch die Zeit, die paar Wochen, wo wir Fasching haben in München. Geht's mit, macht einen Straßenfasching mit oder den damischen Ritterumzug am 4. Februar. Es macht so viel Freude, wenn man da dabei ist. Der zieht eine Pappnase auf oder man kürzt euch nicht. Wir es euch lieb ist, Hauptsache wir sehen euch und wir versuchen, diese Freude euch rüberzubringen. Macht's mit und dann habt ihr auch wieder Freude am Leben. Schön. Danke, Günther. Wir freuen uns jetzt. Malescher, ein Urgestein von der Nahala. Jetzt beschreib mir doch mal, wie bist du zur Nahala gekommen? Ja, das glaube ich ist ja so ziemlich genau 12 Jahre her.
Und damals war es witzigerweise auf der Wiesn jemand kennengelernt. Und, oder bei uns auf der Wiesn war gegenüber der Tobogan gestanden, der weltberühmte Tobogan mit dem Turm, wo man so runterrutscht. Wo man zuschaut, wo ganz der Leiter genau. Der wiederum hat einen Freund gehabt, weil der ist normalerweise bei der Bundeswehr. Mhm. Und dieser Freund war damals der Präsident, zwar nur kurzfristig, aber der Präsident der Nahalla. Und der hat gesagt, Mensch, wir suchen noch Leute. War das der Kreuzer oder was? Nein, der Kreuzer war vorher. Vorher, okay. Wir suchen noch Leute, die uns beraten, die ein bisschen mithelfen. Du musst nichts arbeiten, hat er gesagt. Du musst gar nichts tun, bloß, dass du mal eine Meinung abgibst. Ja. Da habe ich gesagt, gut, das mache ich. Mittlerweile ist der dann in einem halben Jahr weg gewesen und ich habe das von dem genau übernommen und von wegen keine Arbeit und nichts. Die letzten 10, 11, 12 Jahre waren so intensiv, dass mir meine Frau schon geschimpft hat und gesagt hat, wenn du im Fasching bloß 3 Abende zu Hause bist, 3 Abende, dann bist du ein bisschen weniger. Na schon, aber für einen Verein und alles ehrenamtlich und freizeitmäßig. Andererseits ist der Erfolg, den wir die letzten 10 Jahre gesehen haben und die Entwicklung für den Münchner Fasching und auch für die Nahalla und gerade das mit dem Fasching hat Herz, was wir mal erfunden haben, wo wir uns damals ja sogar zusammengesetzt haben. Wie kann man denn das steuern? Ja. Das ist toll und die Entwicklung, der Erfolg gibt uns recht. Also hat sich die Zeit rentiert. Jetzt hast du ja einen ganz tollen Platz, dein wunderbares Standl am Marienplatz. Ja. Da kriegst du ja auch mit, wie die Leute einfach nicht nur auf das Glockenspiel schauen, sondern wie die Leute auch irgendwie den Fasching erleben. Erzähl doch mal so ein bisschen dein Gefühl, wenn die Leute so, wenn Fasching ist, Rosenmontag, Faschingsonntag und die laufen da rum. Was geht da in dir vor? Das ist, am Marienplatz in München hat es ja die spezielle Art, dass die Münchner oder die Umgebung erst immer so die letzte Woche merken, oh Mensch, jetzt müssen wir uns schicken, weil jetzt ist bald der Fasching aus. Und erst die letzten Tage findet ja in München auch immer das München narrisch, wenn man es einmal gesagt hat, oder die Standl und die Bühnen von den Radiosender statt. Und schon da ist, also wenn sowas angeboten wird, dann ist da schon was los in der Stadt. Und die Leute maskieren sich und Kinder sind dabei und den Faschingsumzug gibt es ja. Also das ist schon schön anzuschauen. Ich bin jetzt in der Früh immer im Standl, da rührt sich da noch nichts. Aber später, und es ist schön anzuschauen, dass die Leute halt feiern und eine Lebensfreude haben und doch hinausgingen auf die Straße. Das ist kein Köln, weil das ist halt anders. Bei uns in München funktioniert es ein bisschen anders in den Ballsälen. Aber es ist schön zu sehen, dass die Leute Lebensfreude haben und ausgingen. Du hast ja mit deinem Standl hast ja wirklich den Puls der Stadt München spürst du. Du hast ja damals gesagt, Mensch, wie war das, wenn Standler am Sonntag aufmachen darf? Du hast da gekämpft. Wie ist denn der Stand der Dinge momentan? Ja, da geht gar nichts weiter, weil ich glaube, die letzte Entscheidung ist vor 2 Jahren gefallen und das Problem, der Münchner Stadtrat müsste heute das beschließen und der Mehrheit und beantragen beim Bayerischen Staatsministerium, dass man in diese Sonderliste der Ausnahmegenehmigungen aufgenommen wird. Es klagt in München die Gewerkschaft dagegen, sofort. Und ich habe mich mit so einem Gewerkschafter unterhalten, der mir dann wörtlich und direkt ins Gesicht gesagt hat, weißt, es geht ja gar nicht um euch, eure paar Standl da für so viele Menschen, die ja sonntags arbeiten, das fällt ja gar nicht ins Gewicht. Ihr tat es sogar brauchen, weil im Sommer sind Touristen da, im Winter ist ruhig, wir verstehen ja das. Sagt er zu mir glatt, aber da geht es ums Prinzip. Hm. Und dann hat er Glück gehabt, dass ich nicht auf der Stelle erwürgt habe eigentlich. Also der Stand der Dinge, leider tut sich da nichts. Unser Rathaus ist auch nicht so weit. Also, aber ich habe zum Herrn Oberbürgermeister schon mal gesagt, zu meinem Reiter, und wenn das Letzte ist, was ich tue, aber das will ich noch sagen, dass wir sonntags offen haben. Aber das kriegst du hin, bin ich mir sicher. Also ich bin davon überzeugt, es ist nur, man darf nur nicht aufgeben. Genau. Jetzt gehen wir mal rein, springen wir mal in den Ball rein. Ja. Ich freue mich. Schaust gut aus. Wir freuen uns auch, weil heute, wie es der Kollege schon gesagt hat, Günter Grau, es ist ein Megaprogramm, ein toller Preisträger. Und dann sind auch die Kannibalisten dabei, oder? Die Fuchsmariechen. Also. Ja, dieser wirklich, dieser Bogen, dass man von München nach Franken, nach Mainz, bis nach Köln, bis zum Rheinland aufgeht, das ist toll. Und dieses können wir heute alles bieten. Und das ist in München, glaube ich, einzigartig. Und einer der schönsten Bälle, die es in München, glaube ich, überhaupt gibt. Genau. Vielen Dank, Günter. Sehr gerne. Also, jetzt gehen wir rein. Juri, danke dir. Servus.
Rot ist eine Signalfarbe. Genau, das ist ja hier auch ein Nahalaball und da muss man auch Flagge zeigen. Hat aber nichts mit meiner politischen Einstellung zu tun. Ich weiß. Das wäre eher gelb, oder? Das wäre eher gelb, genau. Aber steht Ihnen wunderbar. Genau. Herr Marquardt, ich kopiere es ja heute ein bisschen. Ja, aber der Weiße ist alles wichtig. Aber Ihre ist volle, meiner ist Seidel. Ja, ich weiß. Naja, Sie haben es auch weitergebracht wie ich. Haben Sie einen schönen Orden? Sind Sie bei der Nahalla? Ja. Wir waren hier noch nie. Noch nie? Ich bin gekommen, weil meine Freundin Margit Sponheimer heute die Laudatio macht. Und ja. Er hat mich aus Mainz angerufen und sagt, du musst unbedingt dahin kommen. Da sind wir gekommen. Schön. Mit der habe ich ja 20 Vorstellungen Theater gespielt. Ah ja. Gespielt und gesungen. Wunderbar. Wenn du jetzt einfach mal dieses wunderbare Paar siehst, ist ja auch wirklich, was geht da in dir vor? Da geht es in mir vor, dass ich sie beide wunderbar finde und einfach ein tolles Paar und liebe Menschen und ich bin froh, dass wir uns kennen. Sehr schön. Also, jetzt kommen Hauptsache, Sie. Ich bekomme keine Kappe aufgesetzt. Nein. Sie hat den Orden an, du nicht. Ja, den bayerischen. Aber er hat sie nicht angelegt. Oh. Der passt heute nicht so farblich. Genau. Ja, schön. Johanna, jetzt bist du das erste Mal beim Fasching, oder? Ja. Und was erwartet dich heute? Also tanzen. Bei der Garde mache ich noch nicht mit, aber da werde ich bald mitmachen. Schön. Und ja. Und du bist dann auch beim Kinderfasching jetzt dabei, oder? Ja. Und was machst du dann, wenn du das so siehst, tanzend, macht dir Freude, oder? Ja. Genau. Und also kennst du den Kinderfaschingsprinz? Kennst du den schon? Ja. Den Kinderfaschingsprinz kenne ich. Von der Nahalla kenne ich den. Genau. Und Papa ist dabei? Ja. Und wie lange darfst du dann heute aufbleiben? Also auf jeden Fall, bis wir einmarschieren. Und ja, dann geht's erst mal richtig los bei uns. Genau. Einmarschieren ist nämlich erst um Mitternacht bei der Nahalla. Bist du dann so lange auf, oder was? Ja. Oh. Nach Mitternacht sogar noch. Wow. Und was sagt dir Fasching? Was? Also Fasching. Lustig? Ja. Lustig. Es ist lustig und ich finde es halt schön, dass sich die Kinder verkleiden und so tun, als ob sie was anderes spielen. Genau, und sie haben dann einfach auch irgendwie Freude, dass sie den Erwachsenen mal zeigen können, wie gut Kinder sind, oder? Genau. Also, jetzt sag doch noch mal was, irgendwas über den Fasching in die Kamera. Guck mal da rein. Also, über den Fasching. Was ich schön finde, ist das Verkleiden. Mein Papa und ich haben zusammen uns letztes Jahr ein Clown-Kostüm gekauft. Also so einen Partnerlook gehen wir zwei. Und deshalb, ich mag es halt sehr gerne. Wenn man sich verkleidet. Genau. Und ich finde es auch sehr schön, dass die Kinder dann so tun. Als ob sie erwachsen sind. Ja, oder zum Beispiel, als wären sie ein Affe. Genau, schön, okay. Also, jetzt freu dich mal auf den Fasching. Ja. Danke dir. Bitte. Frau Möller, die Nahalla, ein Teil von München. Unbedingt. Lieben Sie auch die Nahalla, oder? Ja, deswegen sind wir da, zu feiern. Schön. Das Leben zu feiern mit der Nahalla. Unglaublich. Und ja. Heute ist ja parallel noch der Filmball, aber Sie sind heute hier. Ja, natürlich, bewusst. Ja, auch schön. Herr Möller, was macht denn so das ganze Bierwesen?
was das Bierwesen macht. Genau. Ja. Das läuft gut. Also es hat sich ein bisschen verändert alles zusammen, aber wir dürfen uns nicht beschweren. Das Bier steht doch immer ganz hoch oben. Und es sind auch irgendwie so Wellenbewegungen. Also irgendwann kriegen die Menschen wieder Lust auf Wein oder dann wieder mal auf Bier, oder? Nein. Also das nicht. Also Wein und Bier konkurrieren sich nicht. Das sind zwei unterschiedliche Getränke. Es gibt den Moment, wo man gerne ein Bier trinkt und es gibt den Moment, wo man gerne einen Wein oder einen Sekt oder auch was anderes trinkt. Und die zwei ergänzen sich und das passt schon. Jetzt, Sie werden ja immer wieder beide immer wieder hübscher. An was liegt denn das? Am guten Bier natürlich. Ja. Aber auch irgendwie am guten Verständnis, oder? Das ist ja, auch natürlich. Wir sind heuer 30 Jahre verheiratet und wir verstehen uns sehr gut. Und das bekommt uns. Die gute Pflege, ist es. Ja. Wirklich schön. Jetzt, wenn man mal so schaut, die Welt ist ja voller Unruhen, aber wie schön ist es dann, dass man auch mal sagt, was wir alles Tolles in unserem Deutschland haben, oder? Ja, das ist schon richtig. Also es ist momentan eine, wie sagt man denn da, sehr spannende Zeit, ja. Die natürlich auch ein bisschen Unruhe erzeugt, aber dann ist es eigentlich schön, wenn wir wieder hier zu Hause sind und ich sag mal, das Leben auch so genießen können und mit dem zufrieden sind, was wir haben. Ja. Waren Sie mal, Frau Möller, waren Sie mal so als Kind irgendwie verkleidet? Unbedingt. Was waren Sie da? Ich war eine Miezekatze natürlich. Aber auch einmal ein Sträfling. Also bin da sehr flexibel. Genau. Und ich setze einen drauf, ich war immer ein Koch. Ein Koch, er ist sehr nett. Ich verdeckte irgendwie mal. Einen schönen Abend. Dankeschön. Schönen Abend. Dankeschön. Ja, was für ein wunderschönes, junges Prinzenpaar ihr seid. Vielen Dank. Und Sie haben ja quasi das schon in der DNA gehabt, oder? Genau, richtig. Ja, meine Großeltern durften vor 55 Jahren das Amt des Prinzenpaares von München übernehmen und haben sich dadurch auch kennengelernt. Also genau, eine Liebesgeschichte, die sich bis zum Tod von meinem Opa gehalten hat. Und der Opa hatte ja so gute Linsen. Der hat genau, die Oma genau, der hat, es, hat sie sich auch ausgesucht. Genau. Und wie ist es bei Ihnen? Sie kommen ja auch aus einer wunderbaren Münchner Familie, oder? Das ist richtig. Zwar geboren am Starnberger See, aber durch und durch Max Vorstädter, Münchner, genau. Und ich bin durch meine lange Freundschaft mit der Katharina und jetzt schon. Ihr seid ja auch irgendwie. Genau. Aus besten Freunden wurden wir ein Paar und ein Prinzenpaar. Genau. Darüber bin ich reingekommen in Fasching. Schön. Was macht euch denn besonders Freude jetzt an dieser Aufgabe? Es ist ja eine wunderbare Aufgabe. Ihr macht ja auch sehr viel Soziales. Ihr geht in Altenheime, geht in Kindergärten. Ihr macht so richtig... Das ist, was eigentlich schon gesagt wurde, dass es so vielfältig ist. Ja. Dass man von jung bis alt allen irgendwie Freude schenken kann, dass es soziale Einrichtungen besucht werden, aber auch große Bälle gibt, dass es Umzüge in der Stadt gibt. Einfach dieses Gemischte allerlei zu haben, das ist eigentlich das Schönste am Fasching. Weil es soll ja auch bunt sein und es soll ja auch Vielfalt geben. Und genau das wollen wir auch repräsentieren. Und tanzen. Und tanzen, ja. Ich gebe mein Bestes für die Prinzessin, aber von den Rückmeldungen, die wir bis jetzt bekommen haben, zum Beispiel im Pfarrheim am Donnerstag, das ist so schön, wenn man die funkelnden Augen von den kleinen Kindern und von den älteren Herrschaften sieht und da schwingt man das Bein natürlich nochmal mit einem ganz anderen Elan. Also, wunderbar, ihr seid eine Bereicherung für die Stadt München. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind heute Abend. Hoffentlich sehen wir uns auf der Tanzfläche. Du bist ja wirklich so eine wunderbare Botschafterin für den Münchner Fasching. Jetzt ist aber die Enkelin so ein bisschen eine Wettbewerberin geworden, oder? Ja, genau. Das sind halt die Gene. Ja, genau. Irgendwo, gell? Und wie ist das entstanden? Hast du nein, gar nicht, sondern die wollte von sich aus. Echt? Ja, genau. Aber die hat die natürlich, du hast erzählt, oder? Ja, ja. Bei, genau. Hier war mit dem Peter oder so. Ja, ja, schön, genau. Und das ist ja auch ihre Liebe. Genau. Also, weil meine Liebe war der Peter damals noch nicht, wir hatten uns ja nicht gekannt. Aber dann hat es gefunkt. Dann hat es gefunkt, ja. Durch die harte Faschingszeit. Ja, genau. Jetzt ihr beide, wie lange kennt ihr euch schon, ihr zwei? Das sind über
20 Jahre auf jeden Fall. Mindestens, ja. Ja. So lang, bestimmt, ja, genau. Und wie lange kennt ihr euch? 40. Nein, 48. 48 Jahre, wow. Ja, so. Ja, genau, so ist es. Ja. Genau. Und jetzt sag doch mal, was ist das Typische jetzt im Münchner Fasching? Es kommt ja wieder wie früher, finde ich. Also, ja, schon, oder? Ja, genau. Bälle sind halt weniger, ja. Aber das, sagen wir mal, nachhallermäßig geht es eher mehr auf das Soziale. Ja. Kindergärten, Altersheim, schön, schön. Und so weiter. Ja. Und jetzt auch die Münchner Tafel, ja, machen sie auch. Ja. Und also. Und wie war das bei euch? Wo seid ihr überall aufgeschlagen? Eigentlich war mehr Bälle. Eigentlich, Bälle, das Soziale war eigentlich weniger. Kindergärten schon, aber nicht so viel wie jetzt. Ah, okay. Weil es halt viel mehr Bälle gab. Aber der Fasching ist eine soziale Institution, ja, kann man sagen. Genau. Oder? Und man muss ja wirklich immer wieder betonen, das sind alles Freiwillige, die ihre ja, ganze Freizeit ehrenamtlich, auch wenn man praktisch nichts nicht so gut ist, aber es sind halt alles Freiwillige. Schönen Abend, Karin. Ja, danke schön. Sie halten jetzt dann die Laudatio. Was hören wir denn da über die beiden Künstler? Naja, ich bin auch ein bisschen hintergründig und habe mir da ganz andere Dinge ausgedacht, als das, was man erwartet. Ich schaue auch in die Horoskope, ja, und habe da meine Freude dran, weil bei Ihnen ist ja schon so viel bekannt. Ja. Und dass Sie erzählen, wann und wo Sie also das gemacht haben, das gehört zwar auch so Laudatio dazu, aber ich habe gedacht, ich mache noch was anderes, was die Leute von mir nicht erwarten. Ja? Sie haben ja diesen wunderschönen Fasching-Song gemacht. Ja. Wie kam denn der zustande? Also der Witz ist, am Rosenmontag bin ich geboren. Der Texter war ein Frankfurter, der am gleichen Tag wie ich Geburtstag habe. Ja. Und Charlie Nisten hat ja, ja, die Melodie geschrieben. Und da haben wir zusammengesessen und hat zu mir gesagt, sag mal, mit dem Geburtstag wieder feiern. Dann sagt er, sag mal, an was für einem Tag bist denn du geboren? Da sage ich strahlend, ich bin ein Sonntagskind. Ja, schön. Daraufhin sagt dann der Franz Rüge, am Rosenmontag bin ich geboren, eher. Und da sagt unser Musikverleger, sagt, seltsamer Start, das ist eine Zeile. Ja, wunderschön. Und so entstand der Rosenmontag. Und waren Sie an dem Tag richtig glücklich, als Sie diese Begegnung hatten? Ja, es ist einfach, gut, ich habe auch was dazu getan zum Text, ja, aber es ist einfach so, ich habe damals noch nicht geahnt, dass es mal mein bestes Lied werden wird. Ja, aber ich muss auch heute sagen, wenn ihr zum Beispiel bei uns im Fußballstadion, ja, wenn ihr ein Tor geschossen habt, was ja nicht ganz so oft vorkommt, ja, ja, aber wenn dann singt die ganzen 30.000 Leute, oh, am Rosenmontag bin ich geboren. Schön. Sommer, Winter, ganz egal. Und dann bin ich mir ganz klein und denke, um Gottes Willen. Aber ein bisschen stolz ist mir schon. Können Sie sein, aber Sie haben so eine unglaubliche, fröhliche Ausstrahlung. Ja. Wo kommt die her? Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ja, Sie haben eine Energie, nicht, die kommt richtig rüber. Ja, die brauche ich auch. Ja, nein, ich spüre das. Weil nur so bleibt man jung. Ja, ja, und ich will ja also noch dabei sein. Und ja, solange man die Ausstrahlung hat, darf man auch auf der Bühne arbeiten. Ja. Wenn das nicht mehr da ist, aber ist da werden Sie noch sehr, sehr lange da auf der Bühne arbeiten. Ja. Aber hier gibt es ja auch einen... Das ist mein Kollege von München TV. Wir machen zusammen einen Fernsehsender. Genau. Aber jetzt will ich mal sagen, diese junge Dame, so wie Sie, ihr habt beide unglaubliche Energie. Das ja, ist so sind, schön. Wir sind nein, in, macht dem, uns in heiß. Dem Musical ich, Gutenberg. Ich werde wirklich heiß aufs Alter. Ja, in dem Musical Gutenberg sind wir jeden Abend aufgetreten und ach, haben schön zusammen gesungen. Sie ist ja die Königin des Mainzer Karnevals. Ja, ja, mit ihren berühmten Liedern am Rosenmontag bin ich geboren. Gell, du hast mich gelle gerne. Ah, ja, wunderschön. Ehrenbürgerin von Mainz. Aber was ich jetzt mal erleben würde, ja, dass Sie jetzt mal wirklich den Herrn Marquardt küssen. Das wollen wir jetzt mal sehen.
Ja, dann müssen wir erstmal Frau Riegel fragen. Frau Riegel, darf Sie mal den Herrn Marquardt küssen? Ja, so geht bitte, das. Aber, bitte schön, wirklich. Herr Marquardt, bitte, komm. Ja, schön. Ach, schön. Aber wie schön ist denn das? Aber eins. Ja, vielen Dank. Viele. Aber eins muss ich auch sagen, als Herr Marquardt in dem Gutenberg-Musical den Fuß gespielt hat, ist das toll. War eine solche Beruhigung, toll. Weil er war immer im Text da. Da hat jedes Wort gestimmt, es da ging nicht textisch passieren. Ein blitzgescheiter Mensch, das wussten wir ja schon vorher, oder? Ja, ja, wir waren froh, dass wir diesen Import mal nach Mainz bekommen. Ja, genau. Ja. Vielen herzlichen Dank. Wäre die Nahalla ohne die damischen Ritter, oder? Und umgekehrt. Oder? Also wir sind beide uralte Vereine hier in München und wir halten Fasching hoch. Die Nahalla mit 130 Jahren. Wir sind etwas jünger, man sieht uns nicht an, aber wir sind das 100 Jahre knapp. Also wir haben in fünf Jahren in vier Jahren haben wir unser 100-jähriges. Seit 1928 gibt es die damischen Ritter und wir verstehen uns blendend und das sieht man auch wieder heute Abend. Aber also wie kommt es? Ich merke ja bei Ihnen, dass so das Bayerische noch nicht so richtig drauf ist, aber nein, das Damische. Damisch auf jeden Fall, das Bayerische nicht so. Ja. Und es wurde ein neuer Vorsitzender gesucht und wie es das so ist im Ehrenamt, das heißt Freiwillige vor, alle gehen einen Schritt zurück und dann stehst du da. Genau. Ja, das, so kommt für, man das für dazu. Für was steht ihr denn? Ihr steht ja auch für einen wirklich kultivierten Humor. Ja, auf jeden Fall. Ja. Für den Humor, für Brauchtum. Ein bisschen Damisch sein gehört einfach auch dazu. Und es macht einfach Spaß. Wir treffen uns jeden Donnerstag seit 1928 im Löwenbräukeller am Stiegelmeierplatz und sind zur Wiesn aktiv, sind zum Fasching aktiv. Wir haben demnächst jetzt wieder unseren 17. Faschingsumzug hier durch München am 4.2. Schön. Und es macht einfach Spaß. Und wenn man, ich sag mal, alleine vom Wagen aus dann in die vielen glücklichen Kinderaugen schaut, das ist klasse. Wie wird man denn damischer Ritter? Ja, das ist nicht so einfach. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich fülle jetzt einen Aufnahmebogen aus. Genau, und, so geht's nicht. Also man muss erst mal ein, zwei Jahre als Gast dabei sein und dann wird man vorgeschlagen. Man braucht auch eine Referenz, oder? Man braucht zwei Referenzen, ja genau. Und dann wird im Kreise der Ritter geheim abgestimmt. Und wenn man dann vom Knappen zum Ritter wird, dann wird man also in den, als Turmfalke aufgenommen. Und den Ritterschlag gibt es dann auf der jährlichen Falkenfahrt durch unseren Herzog Kasimir dann. Wobei die Ritter ja wirklich die Heimat sind der Werte. Ja, auf jeden Fall. Das ist unglaublich. Auf jeden Fall. In der heutigen, Disziplin und in der heutigen Zeit, wichtiger denn je. Und ich sag mal, alleine, dass man irgendwo ein standfestes Zuhause hat, wie wir im Löwenbräukeller in unserem Turm, das macht einfach Spaß. Und das ist auch das, was für die Damenschritter steht. Heute ist ja noch parallel, läuft ja der Filmball. Aber ihr habt heute gesagt, wir sind heute bei der Nahalla, oder? Ist für uns alternativlos. Wenn die Nahalla ruft, sind wir da. Genau. Und genauso ist es ja umgekehrt auch. Wir führen den Faschingszug an und direkt hinter uns ist gleich die Nahalla dabei. Schön. Und wir freuen uns immer, auch bei Fasching hat Herz, dass wir da gemeinsam den Münchner Fasching voranbringen können. Schön, vielen Dank. Schöne Überraschung für Sie heute, ihr beide, den Karl-Valentins-Order zu erhalten. Das ist doch schon große Ehre, etwas ganz Besonderes. Was empfinden Sie damit? Ja, Dankbarkeit und wirklich, ich bin sehr, sehr gerührt, dass wir in diesen Reigen der großen Ordensträger, wer da schon vor uns geehrt worden ist, das Loriot ist, die Nahalla von bis zum Papst. Und jetzt kommen wir zwar füttern. Ne? Genau, das hätte sich der Karl Valentin auch nicht gedacht. Genau. Aber es sind einige Parallelen zu Karl Valentin und ich glaube, es passt. Beschreiben Sie doch mal Ihre wunderschöne Stadt Fürth. Ich kenne die ja auch. Also da war ja mal Max Grundig. Und genau, Fürth also ist eine Visionärstadt. War eine Arbeiterstadt, war immer ein bisschen im Schatten von Nürnberg gestanden.
war eine graue Stadt, eine schwarze Stadt, weil sehr viel Schlöte da waren. Jakob Wassermann, der Schriftsteller, hat geschrieben, die Stadt der 1000 Schlöte. Ja. Aber Fürth hat sich die letzten 30 Jahre gemacht. Wir haben die Kasernen aufgemacht, die Amis sind wieder nach Hause gefahren und wir haben Zuzug gehabt. Wir sind jetzt eine Großstadt mit 130.000 Einwohnern, haben dort ein wunderschönes Stadttheater, haben die Komödie, also viel Kultur in der Stadt, haben einen aufstrebenden Zweitligaverein, ja, wo ich auch Präsident bin. In Grün. In Grün, die Spielbahn in Greuther Fürth, die momentan ja sehr gut vorne mitspielt. Ja. Also wir können uns nicht beklagen, Fürth ist wirklich eine Reise wert. Haben Sie mal Max Grundig persönlich kennengelernt? Max Grundig leider nicht, aber die Grete Schickedanz. Aber ich habe ihn kennengelernt. Ja, sehr gut. Er war ein wunderbarer Mann. Sehr gut, nein. Er konnte einfach managen. Ja, ja. Wunderschön. Wunderschön. Natürlich, und kaum war er weg, ist die Firma pleite gegangen. Ne? Sie tun so viel für die Herzen der Menschen. Wirklich, ihr beide, ihr seid wirklich toll. Und was gibt Ihnen das zurück? Wenn es den Menschen gut geht, dann geht es mir auch gut. Ja. Das ist wirklich, da kommt so viel zurück, dieses Lachen, dieser Applaus, den die Leute uns schenken. Schön. Und diese Treue. Wir sind jetzt 40 Jahre miteinander auf der Bühne und haben über 10.000 Auftritte gemacht. Und der Mann hat dann gesagt, das ist eine Leistung, sondern 10.000 Auftritte ist keine Leistung. Jeder von uns geht auch 10.000 Mal ins Geschäft. Ja. Aber dass 10.000 Mal ein Publikum gekommen ist. Aber darf Sie mal fragen, das ist wunderschön. Die kommen immer mehr, weil Sie einfach die Emotionen bedienen, weil Sie einfach wahrheitsgemäße Menschen seid. Ihr seid irgendwie von Herzen offen. Ja, wir sind wie habt ihr euch denn kennengelernt, ihr beide? Wir waren auf der gleichen Schule und haben da miteinander schon Theater gespielt, vor 40 Jahren. Und dann haben wir uns mal überlegt, ob wir nebeneinander ein kleines Theater in Nürnberg aufmachen mit 80 Plätzen. Toll. Und dann hat es funktioniert und wurde immer größer. Das sind nach Fürth gegangen mit 400 Plätzen seit 25 Jahren. Fernsehen kam dazu, das Bayerische Fernsehen. Und ja, wunderschön. Seitdem läuft es, Gott sei Dank. Toll. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung. Ich danke Ihnen. Alles Gute, schönen Abend. Dankeschön. Es mit Ihnen, dass Sie den Karl-Valentins-Orden bekommen? Ja, also ich habe jetzt erst gerade den Orden vom Kinderprinzenpaar aus Denkendorf bekommen. Also so geht es ja schon mal los. Jetzt gibt es den Karl-Valentin-Orden und wir haben ja viele schöne, nette Vorgänger, ja, ne, wo ich ganz besonders stolz bin. Der Papst? Ja, damals war er noch kein Papst. Ne? Ja, aber das, Kardinal war er. Ja, war er Kardinal. Ja, das, den meinte ich jetzt nicht, sondern wir hatten auch wirklich große Kollegen wie Loriot. Das ist ja mein persönlicher Favorit. Der hat ihn vor 50 Jahren bekommen. Und das finde ich sehr schön, dass wir 50 Jahre nach Loriot, nach Vico von Bülow, auch diesen Preis kriegen. Was ist da bei euch passiert, wie ihr plötzlich nominiert worden seid? Was da passiert ist, also wir kennen, ich kenne ja die Veranstaltung schon. Ja. Ich hatte ja das große Vergnügen, auf der unserem Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder die Laudatio zu halten vor einigen Jahren. Ich erinnere mich auch noch. Ja, ja. Also kenne ich die Veranstaltung und habe gedacht, wäre schön, wenn ich den Preis auch mal kriegen täte. Und schon ist es passiert. Doch wunderbar. Erzählen Sie doch mal die Geschichte, wie ihr euch beide kennengelernt habt. Ihr warst in der Schule, das oder? Ist doch so uralt. Wer will denn das ich wissen? Ich weiß es auch noch nicht. Ja, aber es ist doch wichtiger, wie es weitergeht. Ja, genau. Mein Gott, er war drei Klassen unter mir, hat die Schule oft wiederholt und hat sich keiner um ihn gekümmert. Und ich hab so eine soziale Ader und habe dann gesagt, gut, da muss man sich ja mal dem jungen Mann annehmen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir eigentlich beide den gleichen Humor haben. Schön. Und schon haben wir angefangen, gemeinsam zu arbeiten. Ihr macht das wirklich gut. Wie entstehen das Ganze? Wie entstehen das? Also irgendwie, ihr seid der Freiredner. Ja, nicht nur, aber wir bereiten uns schon auch vor. So ist es ja auch nicht. Aber man nimmt Situationen mit. Also auch wie Karl Valentin. Valentin, es ist immer schwierig, als Franke das V zu sprechen. Aber der Valentin hat es ja nicht anders gemacht. Genau. Der hat ja auch so Szenen aus dem Leben. Ja. Mein Liebster ist in der Apotheke mit Acetylsäure. Ja. Diese Situationen genommen und das umgesetzt. Das ist genauso, wenn ich dann morgens sage, Folge, du, was schon der vom Fernsehen da vor der München TV, der so blöde Fragen stellt. So was können wir doch mal nachmachen. Wenn ich jetzt nicht ich wäre, sondern Karl Valentin, was würden Sie ihm sagen? Ich würde mich erst einmal wundern, dass er eine Kamera hätte, aber ich würde es dem Karl Valentin zutrauen, dass der eine Kamera hat, weil der hat so viel erfunden. Und der Karl Valentin, der ist, glaube ich, tierisch freuen. Ja.
Und bei Valentin darf man nie die Gliesel Karlstadt vergessen. Ja, die war super, war seine Freundin. Ja, ja, weiß ich schon, wie die zusammenhängen. Ja. Und die liegen ja beide hier in Bogenhausen am Friedhof. Ja, das so ganz uninformiert bin ich nicht. Das ist auch schön. Und es war ja auch immer ein Duo. Ja, auch wenn ich mit der große Valentin. Wie wir beide. Wie wir beide. Ihr seid vielleicht auch so ein Valentin-Duo. Das ist also möchte mich nicht anmaßen zu sein wie Karl Valentin, aber Sie haben ja auch als Duo, einer war so die treibende Kraft, der Gescheite, der andere war der Dumme. Ja. Und so ist es ja bei uns auch. Also so funktionieren unsere Sketche. Wer ist jetzt Mariechen? Mariechen ist der Kollege. Der ist gerade irgendwie weg. Der ist irgendwie weg. Was macht er da gerade? Was weiß ich, was der macht? Der ist doch alt genug, ich muss ja nicht aufpassen auf den. Er ist einfach weg. Der kriegt schon wieder irgendeinen anderen Orden von einer anderen Faschingsgesellschaft, weil hier ja ganz viele da sind. Schön, dass ihr den Orden heute Abend kriegt. Ich freue mich auch sehr. Und noch mehr freue ich mich auf unsere Laudatorin. Ja, die ist ja super. Das ist ja auch eine Ikone der Fastnacht. Das ist echt Wahnsinn. Schön, dass sie Margit sowas macht. Ja. Das wird ein mega Abend. Lassen wir uns überraschen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sie sind die Ballorganisatorin. Warum sind Sie so hübsch? Ich glaube, dass die Nahala mich hübsch hält, wenn ich das überhaupt sage. Ich selber empfinde das nicht so. Aber ich glaube, die Freude am Fasching und an der Nahala-Organisation und an den Gremien, ich glaube, dass das jung hält. Sie sind wahrscheinlich wahnsinnig wichtig. Also ich weiß nicht, wie wichtig Sie sind, aber warum sind Sie so wichtig? Ich selber empfinde mich nicht als wichtig. Aber für die Organisation? Für die Organisation natürlich. Mein Gott, ich mache das jetzt seit fast 30 Jahren. Echt? Haben Sie mit 10 Jahren angefangen, oder? Danke für das Kompliment. Schön. Nein, aber wie gesagt, ich bin ja schon fast 50 Jahre bei der Nahala. Wow. Ja. Das ist ja eine Ansage. Ja. Jetzt die Nahala, das wird ja immer besser. Zeitlang war es einmal ruhig, aber der Fasching hat Herz. Das habt ihr ja kreiert. Ja. Ist doch schön. Ja, das ist wunderbar. Und vor allen Dingen, weil wir einen so großen Zuspruch auch haben von den Faschingsgesellschaften bayernweit. Also nicht nur München, sondern bayernweit. Und das ist natürlich auch für den Fasching allgemein eine wunderbare Geschichte, das den Leuten näher zu bringen. Aber die machen jetzt auch gern wieder Fasching mit. Und wie gesagt, wir sind ja auch sehr an sozialen Projekten beteiligt. Und das ist halt auch schön für unser Prinzenpaar. Und wie gesagt, naja, Fasching hält jung, Fasching hat Herz. Ja, genau. Und vor allen Dingen, was schön ist, diese soziale Komponente vom Fasching. Ja. Dass er in Altenheime geht, dass er zu Kindern geht, dass er einfach so viel macht. Das ist ja wunderbar. Ja, das wissen die meisten Leute nicht. Die denken immer nur, ja, Fasching ist Halligalli und lustig. Ja, genau. Aber wir sind also wirklich ernsthaft auch und bringen den Menschen, die es nicht so gut haben wie wir, bringen wir den Fasching näher und freuen uns, dass wir dich ein bisschen erfreuen können. Jetzt sagen Sie doch einmal da für unsere Zuschauer, was ist der Münchner Fasching? Der Münchner Fasching ist Lebensfreude, ist Tradition, ist kulturell auch ein Reichtum. Und ja, der Münchner Fasching ist einzigartig. Und da geht das Herz auf. Und da geht das Herz auf. Vielen Dank.